Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu Astrometica zum Prolog. Seit zwei, drei Tagen gibt es den Prolog zum Beispiel bei Steam zum Herunterladen und Testen. Und ich habe Astrometica schon seit ein paar Wochen, Monaten bei mir auf der Wunschliste. Nicht unbedingt, weil ich es jetzt fest haben will. Ich habe vieles auch zur Beobachtung drauf und ich wollte einfach mal abwarten, ob ein Prolog erscheint. Und der ist jetzt draußen und jetzt würde ich sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich habe schon mal ein bisschen vorgeleuchtet das Spiel und muss sagen, es hat seinen Reiz und ich glaube, das kann was ganz Großes werden. Ja, mein Speichername ist Cosmos und wir haben hier nur den Survival-Mode zur Verfügung. Eine wunderschöne Grafik von dem Planeten, von irgendeinem Planeten. Und da sind wir auch schon im Spiel. Ja, jetzt haben wir noch mal kurz erklärt hier, was wie so ein bisschen was ist. Aber das könnt ihr, wenn ihr wollt, dann auch selber testen. Ja, das ist unser Raum, wo wir hier halt materialisieren, wo wir dann jetzt hier starten. Wir haben hier zwei Kisten, einmal mit Essen, einmal Trinken und einmal eine kleine Versorgungskiste mit etwas Sauerstoff und Erste Hilfe, ja. Und das können wir mal hier mit reintun. Einen Sauerstoff würde ich mal an der Person lassen, das ist für den Notfall. Und dann haben wir hier noch unseren Crafter und da haben wir verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Ressourcen, Bestandteile, die wir hier machen können für die Weiterverarbeitung oder Essen, Trinken, Sauerstoff, Medikit und die verschiedenen Werkzeuge, die wir am Anfang bereitgestellt bekommen oder ein Reparaturkit für Außenstrukturen oder sonstiges, ne? Und wir haben natürlich rechts oben auch unsere ersten Schritte, die wir machen sollen. Und links unten könnt ihr gerne hier, sind unsere Statistiken, unsere Stats, die Gesundheit, Durst, Hunger und der Sauerstoff. Ihr seht auch zum Teil, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es übersetzt ist, nur weil der Hunger da auf Deutsch steht. ich weiß nicht, ob es im Englischen Hunger, Hungry, ja, ob das vielleicht auch so in der Richtung hinkommt, weiß ich jetzt gleich gar nicht. Bin ich gerade überfragt. Aber wir wollen auf alle Fälle natürlich hier starten und das heißt, wir brauchen den erweiterten Sauerstofftank und diverse andere Dinge. Und ich würde sagen, wir machen nicht lange rum, wir gehen mal raus. Einen Sauerstoff habe ich dabei und voilà. Es sieht fantastisch aus. Wir haben jede Menge Ressourcen vor der Tür. Und ihr seht auch schon hier Kapseln, Schrott, noch mehr Kapseln, weiteren Schrott. Und hier hinten sogar ein paar Megastrukturen mit irgendwelchen Tarn- oder Schutzschilden. Der Tarnschild nicht, aber Schutzschilden. Und hier nochmal eine gigantische Megastruktur. Dann hier hinten geht es weiter. Da ist auch nochmal was Riesiges. Also hier ist irgendwas zerbrochen, hier ist irgendwas gecrashed. Das ist die Sauerstoffwarnung. Und auch hier verschiedene Sachen hier, Asteroiden, Meteoriten. Da hinten ist auch nochmal hier eine große Megastruktur. Wahrscheinlich ein Teil von einem Raumschiff oder irgendwas. Vielleicht auch eine Habitatkolonie, man weiß es nicht genau. Na? Aber das ist eben so das Schöne. Astrometica bietet hier auf alle Fälle reichhaltige Spekulationen zu dem, was hier passiert ist, was unser Auftrag ist. Und was vielleicht hier uns erwartet. Und da hinten haben wir auch noch mal eine Megastruktur. Sieht irgendwie aus wie ein Schutzschild, könnte aber auch irgendwas anderes sein. Vielleicht ein Sprungtor, wo wir nicht richtig damit klargekommen sind. Vielleicht waren wir auch auf einer Versorgungsmission. Keine Ahnung. Alles Spekulation. Auf alle Fälle sieht es sehr gut aus. Ich nehme nochmal Sauerstoff und jetzt holen wir die ersten Ressourcen rein. Und da haben wir nämlich hier zum Beispiel Eisen. Da brauchen wir auf alle Fälle jede Menge. Wie gesagt, ich habe es schon mal angespielt, ein bisschen mal reingeschaut, wie das so funktioniert, dass ich euch das hier flüssig präsentieren kann. Ja, das Hin- und Herfliegen hier mit dem Abbremsen, da muss man noch ein bisschen schauen. Wir haben als erstes natürlich hier die Brocken, die können wir einsammeln. Eisen, das rote ist hier Kupfer und schwarz haben wir Kohle. Und ihr seht auch gerade, wir haben Kohle eingesammelt und können nun die Energiezelle produzieren, herstellen. Das ist so, wenn du hier was findest oder was einsammelst, dann wird dir einfach Zeug anders, also neue Baupläne sozusagen bereitgestellt. Das kann aber auch sein, man findet was. Es kann sein, dass sich das alles nochmal ändert. Wie gesagt, es ist ja nur eine klitzekleine Vorschau von dem, was eventuell kommt und uns erwartet. Jetzt haben wir hier schon den Jetpack. Ja, weißt du was, dann machen wir den einfach mal und
schnallen den schon mal um. Jedes hat hier seinen festen Platz. Ich habe etwas getestet, das hat leider nicht funktioniert. Da werde ich aber gleich drauf eingehen, wenn wir das bauen. Und dann wisst ihr auch Bescheid, wie das so ein bisschen funktioniert. Ich glaube, ich brauche das hier. Jawohl. Und ihr habt natürlich auch hier Zeug rumfliegen für zum Beispiel Essen oder auch Eis für Trinken. Das ist so Organik, das Grüne, die Packung, die ihr gerade gesehen habt. Da könnt ihr dann Essen herstellen, ne? Also jetzt muss ich nochmal gucken, was der hier braucht. Der braucht also nochmal zwei Kabel. Ja, reicht das schon? Ja, es reicht. Und da haben wir auch den Sauerstofftank. Mit Tab geht ihr hier in euer eigenes Inventar. Ihr habt auch Blaupausen. Seht ihr, was wir hier bauen können an dem Fabrikator. Ich nenne den jetzt einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber das finden wir vielleicht auch noch raus. Gut, dann haben wir schon mal das. Und ich sammle einfach noch ein bisschen ein. Na, können wir alles gebrauchen. Ein bisschen Kupfer hier. Komm mal her. Ja, so über Kopf, so ist immer ein bisschen seltsam, aber es geht. Es geht. Wo ist denn das jetzt hin? Hier. So, ich gehe mal hier hoch zu dem. Genau, das müssten wir auch eingesammelt haben. Dann können wir schon wieder runtergehen. So, ich glaube, das war das Höchste, was wir haben. Und ja, wir können hier auch mit diversen Werkzeugen, die wir herstellen können, Sachen zerkleinern. Wie gesagt, wir werden das alles mal so testen. Wie viele Teile das hier werden, kann ich noch nicht sagen. Es ist natürlich alles begrenzt. Ich habe auch nur am Eisberg gekratzt. Aber ich habe eben auch schon ein bisschen was durchgetestet. Und hier haben wir zum Beispiel einen Eisbrocken. Da können wir auf alle Fälle Wasser herstellen. Und hier haben wir so ein Organik. Ja, können wir mal mit reinnehmen, kann ich euch mal zeigen. Und da können wir das auch mal testen. Gehen wir hier zum Essen. Da brauchen wir zwei Organik und zwei Wasser. Das ist ja, das ist wie als hättest du es bestellt und nicht abgeholt. So, dann müssen wir das halt mal so machen. Hole ich hier noch ein Eis. So haben wir auch. Dann kann ich euch das wenigstens mal zeigen. Und wartet mal, das nehme ich auch gleich noch mit, wenn das hier so schön rumfliegt. Ja, und solange wir noch was reinkriegen in unser Inventar, dann funktioniert das doch auch. So, dann haben wir hier, wie gesagt, Wasser 2 und Essen auch 2. Und dann haben wir hier im Inventar ein 30er Essen und ein 60er Wasser. Wunderbare Sache. Das Essen können wir gleich mal verschnabulieren. Da haben wir nämlich mit der linken Maustaste macht er das. Und dann ist das schon erledigt. So, jetzt würde ich gerne für unseren, was sollen wir denn noch machen? Den Backpack sollen wir noch machen. Und das Mining Tool. Mining Tool brauche ich das. Da gehen wir mal hier rüber. Eine Kohle haben wir die. Hatten wir von uns keine Kohle eingesammelt? Ich dächte doch. Vielleicht habe ich die schon verbraucht. Haben wir die bekommen? Ja. Sehr gut. Okay. Ja, dann machen wir hier ein bisschen das auf die Art. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich? Batterie und ein Dings. So. Na, ihr seht ja, wie ich das mache. Passt. Gut, dann können wir das mal hier hin tun und dann würde ich das mal, jetzt haben wir es rausgeworfen. Ja, linke Maustaste, schmeißt das einfach wieder raus. Wollte man nicht, ich will es hier auf die 1. Super. Okay, dann haben wir als Nächstes. Das will ich nicht. Ich wollte jetzt als Nächstes den Backpack und der braucht Silber. Allerdings haben wir, ja, Backpack Silber ist eigentlich schon wichtig, ne? So, machen wir mal. Wartet mal, ich mach mal hier den hier. So, wunderbar. Dann können wir das hier ein bisschen rüber tun und mit der Shift-Taste könnt ihr das alles nach drüben verlagern, ne? Gut, haben wir. Ich nehme mal den hier auch noch mit und dann machen wir mal den ersten Ausflug und zwar nach, wo ist es denn, da drüben zum grünen Flubber. Ja, ist nicht giftig, schadet euch auch nicht, aber hier finden wir das erste Silber. Ja, unser Jetpack, ihr habt es gemerkt, der hat uns einen ganz schönen Boost gegeben, allerdings hält er nicht lange an. Das nehme ich auch gleich mal mit, dann ist das hier auch erledigt. Dann haben wir hier noch ein, das ist unser erstes Gold und wenn wir das jetzt aufnehmen, schaut mal, kriegt man wieder neue Baupläne, den Schmelzer und die Upgrade-Station. Dann haben wir hier noch das letzte Silber vorerst von diesen Flecken hier und wir können gerne mal schauen, die haben wir jetzt, ja, es braucht ziemlich lange, ja, mal gucken, vielleicht müssen wir einen Sauerstoff nehmen, eins habe ich ja dabei. Das ist so eine Art Kristall,
Was wir damit anfangen können, habe ich noch keine Ahnung. Ich habe den aber von uns auch abgebaut. Und ja, warum nicht? Ja, haben wir. Das Problem ist nur, ich muss gucken, weil wir müssen natürlich auch die Batterien aufladen. Die sind natürlich nicht ewig vorhanden. Ja, wir sind noch ziemlich weit weg. Ja, und wie ihr seht, wir haben es gerade gesehen, durch diese wunderbaren Kristalle, die wir aufgenommen haben, haben wir natürlich auch... Komm mal her jetzt hier, du musst jetzt mal langsam rein. Danke. Sonst wird es eng. Okay, wartet mal, ich nehme mal was zu trinken hier. Was haben wir denn? Haben wir, das sind alles 60er. Ja gut, dann haben wir das. Brauche ich auch Essen? Nö. Dann machen wir das so, linke Maustaste und unser Getränk ist aufgefüllt. Gut. Okay, also das sind hier blaue Kristalle. Ich tue die mal eine Weile rüber. Ein bisschen davon haben wir auch gefunden. Das können wir mal hier reintun. Und jetzt muss ich mal gucken. Der Rucksack braucht noch ein Elektronik. Das haben wir hier. Und dann können wir nämlich den Rucksack auch machen. Und wir können ihn ausrüsten. Super. Das heißt, wir kriegen jetzt zwei Spalten mehr. Ich kann euch das mal zeigen. Wir haben jetzt vier. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da haben wir also zwei mehr. Sind ja mal gute 14 Slots mehr. Das ist schon eine feine Sache. Okay, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, wir holen noch mal ein bisschen Ressourcen rein. Ja, wenn wir hier nicht vorbeizischen. So. Und wir haben natürlich hier auch unser Mining-Tool. Und da könnt ihr natürlich auch hier rangehen. Und das geht ziemlich schnell beim Eisen. Kupfer dauert ein bisschen länger. Gold dauert am längsten. Ja. So. Haben wir noch ein bisschen davon. Und dann nehme ich noch einen Kupfer mit. Und wir können mal in den Kanister hier schauen. Da ist bestimmt auch was Feines drin. So, ja, wunderbar. Nehmen wir mit. Und die lösen sich dann auf, wenn ihr da fertig seid. Ne? Das ist eine feine Sache. So, okay, wir kehren das mal schnell zurück. Können mal gucken, was uns jetzt noch fehlt. An Equipment, was wir noch bauen sollen. Also im Moment haben wir alles. Den Schildgenerator können wir mal bauen. Da müssen wir mal gucken, da brauchen wir wieder zwei Silber, haben wir nicht. Gold hätten wir, glaube ich, da. Ja, dann müssen wir das erstmal einlagern, was wir haben. Und ich mache mal ganz kurz, weil wir gerade davon so viel haben, machen wir das mal so. Und davon machen wir auch noch eins. So, wunderbar. Dann können wir das erstmal zurücktun. Das auch. Und das Wasser brauche ich auch nicht. Den Sauerstoff nehme ich mal mit. Und wir nehmen unsere nächste Sache in Angriff. Und das habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Wir haben hier so ein Terminal. Haben wir zwei Stationen. Einmal die Marcella, die uns hier eine Nachricht geschickt hat. Da sind brauchbare Ressourcen zur Verfügung. Hallo, das oder hier ist Marcella. Wenn das irgendjemand hört oder jemand in unserer Nähe unseres Hubs ist, ich möchte dich informieren, dass wir diesen Standort verlassen haben. Und ja, wenn du Ressourcen brauchst, kannst du die da finden. Bedien dich so nach dem Motto. Aber sei gewarnt, die Luftschleuse braucht eine Energiezelle, sonst kommst du nicht rein, ne? Und nicht vergessen, die Zelle halt mitzubringen und bleib, stay safe. Also, ich tue das mal rein. Ja, pass auf dich auf. So einfach, ne? Pass auf dich auf. So, das ist, hier ist Captain Matthew von der Moxona. Wenn das irgendjemand da draußen, oder wenn irgendjemand da draußen ist, wir sind in der Nähe eines Asteroiden gecrashed, also notgelandet. Unsere Vorräte werden langsam, ja, die sind langsam endlich. Und wenn du das hören kannst, finde uns und rette uns so nach dem Motto. Ne, mal gucken. Ja, der ist ein bisschen weiter weg, das sind ein paar Meter mehr. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Und ich würde euch gerne hier das jetzt mal zeigen, denn ihr müsst auch in die kleinen Kisten hier reinschauen. Na, das sind auch mal so kleine Kisten wie hier zum Beispiel. Kannst du reinschauen. Einfach anklicken. So, und dann haben wir gekriegt einen Bürger und ein Kabel. Das ist super. Dann schauen wir nochmal in die Kiste rein, denn das können wir nämlich gebrauchen, was hier drin ist. Ich habe mir es gebaut in meinem ersten Durchgang und habe dann das hier später gefunden und dachte mir, das hätten wir billiger haben können. Ja, haben wir aber nicht. Dann ist es so, ne? Gut, okay, dann gehen wir mal hier hin. So, wunderbar. Und ja, für den einen oder anderen, der wird vielleicht denken, das Spiel kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, in der Tat, es hat Ansätze von verschiedenen Spielen und der Freund hier hat genau die Eigenschaft.
ja, die ihr euch auch denkt. Bums. Gab es da nicht irgendwelche Fische, die da explodieren? Hier die Knallerfische oder wie die hießen? Genau, also die, der ein oder andere hat da die Vermutung auf Subnautica. Es gab auch Gespräche von Planet Crafter, dass das einige eher mit Planet Crafter in Verbindung bringen. Und andere wiederum ja, mit also Planet Crafter, Subnautica und andere. Was war denn das andere gleich? Weiß ich gar nicht mehr. Und hier haben wir eine Taschenlampe gefunden. Das ist ein Bauplan und den werden wir uns jetzt erstmal annehmen. Ja, die Tür geht nicht so richtig auf. Da gibt es ein paar grafische Fehlanzeigen, würde ich mal sagen. Aber das ist nicht so schlimm. Subnautica, Planet Crafter und Brief Edge, genau. Brief Edge, da gibt es auch einige Stimmen, die sagen, das erinnert daran. Ja, und hier ist nochmal so ein kleiner Freund hier. Hallo? Na, alles klar? Ich gebe mal Gas. Du müsstest uns ja jetzt auf dem Schirm haben, oder? Und bums. Genau. So sieht's aus. So, wir sind noch nicht ganz voll. Das heißt, wir könnten hier noch was mitnehmen. Ja, also wie so Kracherfische sind das, ne? Ich fand das irgendwie eine lustige Idee. Subnautica habe ich ja nicht gespielt. Ich werde zwar manchmal gefragt, spiel das doch mal. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, nicht, dass mir das Spiel zu alt ist oder so, aber es gibt so viele gute neue Titel und vielleicht, nee, das mache ich jetzt mal nicht. Vielleicht nehmen wir lieber die neuen Titel. Ja. Es ist jetzt nicht abgegriffen, das Spiel. Es hat natürlich seinen Reiz, aber für mich wäre es jetzt erstmal, dass wir da lieber was anderes spielen. So, ne? Gut, wir können schon mal... Nee, wir schauen nicht rein. Ich wollte ja die Taschenlampe bauen, genau. So, wir haben erstmal volle Taschen, genau. Da kämen wir mal ganz schnell zurück. Ja, das Jetpack hält leider nicht lange. Aber, pff, ja, kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Die Wege sind halt doch ein bisschen, aber... Vor allem, wenn es sich ewig nicht auflädt, das Jetpack, das ist dann... irgendwie blöd. So, geh mal volle Pulle hier. Ja, und dann bremst du wahnsinnig ab im Weltraum, ne? Das ist eigentlich, also die Physik sollten sie vielleicht noch mal ein bisschen überdenken. Was bremst dich im Weltraum? Außer dein Rettungsseil vielleicht. Gut, wir haben auf alle Fälle was. Das brauche ich nicht. Hier die Taschenlampe, die bauen wir gleich mal. Also die Glühbirne. Und dann können wir auch das hier bauen. Wunderbar. Und dann haben wir nämlich die Taschenlampe schon ausgerüstet. Seht ihr, da haben wir das. Und dafür braucht man Nickel. Das haben wir noch nicht. Aber ich kann mal gucken, ob wir den Chip hier bauen können. Da brauche ich durch ein Gold und zwei Silber. Und zwei Silber habe ich nicht. Habe ich nicht. Haben wir wirklich nicht. Na, dann ist das so, ne? Das ist voll. Dann tun wir den Rest mal hier rüber. Ja, haben wir doch gute Sachen gefunden. Und ich frage mich gerade, die haben wir auch gefunden. Na, das ist doch herrlich. Okay, gut. Dann machen wir nicht lange rum. Wieso habe ich denn jetzt das Essen mitgenommen? Nee. Doch. Was? Das Essen kannst du dir da lassen hier. Das brauche ich nicht. So, okay. Dann haben wir das. Gut, dann gehen wir doch mal rüber. Denn wo wollte ich jetzt hin? Da wollte ich hin eigentlich. Denn da gibt es ja noch was zu holen für uns. Ja. Da ist wieder so ein Tank. Da sind auch immer sehr, sehr schöne Sachen drin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das ist wie gesagt die Station, die sie verlassen haben. Die haben sich ja ein Schiffchen gebaut und sind weitergeflogen, sind aber mit dem Schiffchen wohl gestrandet. Ne? Das ist die zweite Nachricht. Und ich denke mir, dass es wie so bei Brief Edge so eine Handlung gibt, wo man dann hier immer weiterkommt und immer schönere Sachen entdeckt. Es gibt Dinge, die sind noch nicht implementiert drin, die es geben wird, ist ganz klar. Aber es gibt schon einen Teil der Dinge, die man sich anschauen kann. Ein paar Fahrzeuge, ein paar Wohnmodule, die man machen kann und so weiter und so fort. Und ja, wir können jetzt mal gucken, mit T machen wir die Lampe an. Ja, wir machen die Lampe trotzdem mal aus, denn hier können wir nämlich auch interagieren. Aber viel bringt das irgendwie nicht. Ne? Also da sind wir ehrlich, da geht mehr. So, okay, gut, dann nehmen wir das hier mit. Hups. Hier ist zu, seht auch an dem roten Licht. Ne? Wird zwar ein bisschen komisch dargestellt irgendwie, aber ist halt so. Ne? Grün soll vielleicht auch bedeuten, da lang musste gehen. So, hier haben wir noch eine Kiste. Da haben wir Stoff drin, Wasser und was zu essen. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Unterkunft. Also, wenn du mich fragst, würde ich hier eigentlich einziehen. Ne? Aber okay, mich fragt ja keiner.
Dann ist das besser als dieser kleine Raum dort vielleicht. So, das nehme ich mal mit. Seht ihr, da hätte man gar keine Taschenlampe oder keine Glühbirne bauen brauchen. Aber das weiß man ja vorher nicht. So, dann nehmen wir das noch mit. Alles wertvolle Dinge. Und hier haben wir einen Bauplan, auf jeden Fall, für das Habitat, Verbindungsröhren, na, und den, das Bauwerkzeug und das Lasertool. Dann haben wir hier noch eine Nachricht, dieses Marcella. Wir haben es geschafft, ein Schiff zu konstruieren, was uns zur Moxora-Station bringen kann. Wenn du das hier liest, dann solltest du wissen, dass das hier... Also sie haben eine gesicherte, sie haben secured ist doch gesichert. Dass sie eine sichere zusätzliche Lokalität entdeckt haben mit Notfallversorgungsgütern. Wenn du dich entscheidest, auf dem Weg dahin zu machen, erinnere dich, dass der Schlüssel von der Kabine der einzige Weg ist, das Schloss der Luftschleuse zu öffnen. Und das führt dann zu dem, ja, zu den Unter-, also zu den Versorgungsgütern, ne? So, Supply ist immer so. Ja. Okay, was haben wir denn noch Platz? Haben wir noch? Dann schauen wir doch mal hier rein. Denn hier geht es nämlich so ein bisschen ins Bergwerk. Ja, komischerweise haben wir hier auch Sauerstoff. Finde ich sehr beeindruckend. Aber coole Sache auf jeden Fall. Ja. Das nehmen wir mal mit, das ist alles Silber, können wir nämlich gebrauchen. Silber ist ein bisschen Mangelware, ist aber ein Erz, sag ich mal, was wirklich vonnöten ist. Brauchst du halt. Ne, wir machen das mal so hier, dann geht das schneller, hups. Okay, dann haben wir das. Ja, und hier vorne haben wir einen kleinen Freund sitzen. Benutze dein Scanner-Werkzeug, aber das ist im Prolog nicht verfügbar. Es ist ein Space-Bike-Fragment, okay. Ja, feine Sache. Also es gibt, wie gesagt, Fahrzeuge, die... Oh, hier siehst du. Da haben wir... Das ist hier nochmal Silber. Das könnten wir noch abbauen, wenn wir das wollten. Da müssten wir nochmal wiederkommen. Ja, das könnte vielleicht später auch Kohle hier sein. Es sieht zumindest so aus. Ich habe es probiert abzubauen. Geht nicht. Geht nicht, will nicht. Dann ist das so, ne? Ja, und ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen. Hier gibt es eindeutig zu viel. Würde ich mal sagen. Ja, das nehmen wir an. Okay. Können wir denn hier was trinken oder was essen? Hier haben wir 30. Ich nehme das mal. Essen? Ne, das ist zu viel. Das sind auch 60, das ist auch zu viel. Ne, das ist alles zu viel. Gut, ich nehme das mal mit, das Organische. Und das müssen wir noch holen. Das sind hier Eisenbarren. Hm, ja gut, wegen die Eisenbarren jetzt zurückkommen. Aber die sind wichtig. So, das ist der falsche Weg. Hier müssen wir lang. Und hier habe ich auch noch ein Silber, siehst du? Gut, dann machen wir das mal so. Halt, hier müssen wir durch. Und dann machen wir das mal, ne? Genau. Ja. Ja, ich will eigentlich nicht eine Stunde machen, aber ich wollte es eigentlich nicht weiter als drei Teile machen. Ich weiß nicht, wie groß der Inhalt ist. Wir werden dann einfach ein bisschen Gas geben. Und eventuelle Ressourcen, die wir brauchen, werde ich dann vielleicht schon mal ein bisschen vorsammeln. Müssen wir mal gucken, ne? Sind ja genug Ressourcen hier da. Ich werde euch das aber alles zeigen, wie das funktioniert. Und dann haben wir die dann auf einmal. Aber das werden wir alles entscheiden, operativ. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich wollte, glaube ich, so ein Dings hier haben. Das hier, ne? So ein Schildmodul. Aber... Nee, haben wir nicht. Gut. Dann muss ich mal gucken. Dann brauchen wir sowas hier. Da brauche ich eine Batterie dafür. Hatte ich nicht eine? Irgendwo. Hier haben wir doch Batterien. Hier können wir mal das Wasser raustun. Dann nehme ich so eine Batterie rein. Die ist natürlich nicht unbedingt wahnsinnig voll. Aber das ist ja erstmal egal. Was braucht man hier noch? Goldbarren. Noch eine Batterie und Nickel. Das habe ich im Moment alles nicht so wirklich. Ne? Aber das... Jetzt habe ich die weggeschmissen. Das können wir mal ausrüsten. Haben wir jetzt auf der 2. Das ist nämlich unser Bautool. Das ist auch eine feine Sache. Hier ist alles voll. Hier ist auch alles voll gleich. Wow. Ja. Ja, dann ist das so, ne? Ich kann hier nichts bauen. Das ist Silber. Das ist Eisen. Das ist das. Das wäre das. Vielleicht können wir hier ein bisschen Platz schaffen.
So, wir können mal prüfen, ob wir hier was bauen können. Denn ich glaube, das geht nämlich nicht. So eine Kiste hier. Oh doch, es geht. Warte mal, das machen wir mit Q und E, machen wir das. Ja. Dann baue ich mal hier noch so eine Kiste. Die steht jetzt nicht gerade, ist aber kein Problem. Nur, dass wir erstmal das Zeug hier reinbekommen. Ja, das vielleicht nicht. Und ihr seht schon, die hat auch nicht wirklich so viel Platz, ne? Aber das ist kein Problem. So, und beim Bautool haben wir noch die Möglichkeit, dieses hier zu bauen. Das ist so ein schmaler, ja, für die Wände. Aber da hat er jetzt ein Problem, ne? Das will er nicht. Gut, dann machen wir. Ne, das nicht. Dann machen wir hier noch so eine Kiste. Ja. Ja, und ihr seht schon, das erinnert so ein bisschen an ein anderes Spiel, ne? Das will ich nicht. Das kann auch mit rein. Das, 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 das. Jawohl. Und dann nehmen wir das noch raus. Dann kann das Essen hier rüber. Und die Getränke, genau. Korrekt. Okay, dann prüfen wir mal, was jetzt hier noch reinpasst. Da sind 20 Wasser. Okay, haben wir noch was da unten drin? Nee. Dann können wir das gleich mal nehmen. So. Okay, das passt auch. Essen? Nee, brauchen wir nicht. Gut, dann holen wir noch mal schnell den Rest. Denn ich fliege immer darüber fliegen, eine Weile müssen wir dahin. Das ist doof. Das ist echt doof. So, also dann machen wir das so. Ich nehme das kleinere, da haben wir ein bisschen mehr Blickraum. Ja, und das ist zum Beispiel hier auch Quarz, das kann man abbauen. Ja, zum Beispiel könnt ihr das zum Bauen von Scheiben nehmen, also sprich von Scheiben oder Fensterelementen. Ja, wird das benötigt. Kommen 7 Stück raus, eine ganze Menge. Wir könnten natürlich das vielleicht auch mal gucken, ob wir das gleich abbauen können. Den Sauerstoff habe ich ja noch dabei, ja. Aber zur Not können wir auch reingehen und neuen Sauerstoff tanken. Ja, geht relativ schnell. Dafür kommt eine ganze Menge raus. Dass es so zuppelt, naja, dafür kann ich jetzt auch nichts. Ist halt so. Ja, alles gut. Okay, haben wir. 7 Quarz haben wir bekommen. So, hier müssen wir rein. Genau. Ja, das ist immer noch auf 100%. Das passt also. Ich denke mal, dass ich das vielleicht später auch die Sache ein bisschen entladen, ne? Dass man da. Warte mal, hier war irgendwo noch eins, siehst du? Nehme ich mal noch mit. Können wir alles gebrauchen. Und da, dass man die dann auch regelmäßig auffüllen muss, ne? Die Energiezellen. So, die brauchen wir hier. Nehmen wir mal mit. Sehr gut. Alles andere ist nicht zu gebrauchen, was da drin ist. Komm, spring. Hier müssen wir lang. So. Okay, damit ist die Station eigentlich schon leer. Den Zugangsschlüssel haben wir. Den müssen wir mitnehmen. Also wie gesagt, das ist wie so eine Reise. Wer Brief Age kennt, ich habe das ja auf dem Kanal. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Aber leider ist da die GEMA mit der Musik nicht so prickelnd. Naja, was willst du machen, ne? Gut, wir werden jetzt mal als nächstes ein bisschen noch Zeug abbauen. Eisen und so, ich werde euch das nochmal zeigen. Ja. Genau. Also mit der rechten Maustaste hier ran und dann geht es los. Eisen geht ziemlich schnell. So. Dasselbe gilt auch für Kupfer. Dauert ein bisschen länger. Ja, und dann könnt ihr daraus ein paar schöne Sachen machen, wie zum Beispiel Eisenplatten oder Eisenbahnen. Und dann geht's los. So, gehen wir mal rein. Genau. So, dann können wir hier schon mal sowas machen, denn das können wir alles gebrauchen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben hier, davon nehme ich mal was mit, davon nehme ich was mit. Dann das andere brauche ich erstmal nicht.
Die Platten haben wir aber dabei. Das tue ich mal rüber. Das Silber brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Und das andere lassen wir mal. Was haben wir denn hier noch drin? Das kann mit. Dann nehme ich von jedem nochmal eins mit. So, und hier das nehmen wir auf jeden Fall. Das Glas nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Das brauche ich nicht. Das nehmen wir noch mit. Genau, was haben wir hier noch? Okay, das passt. Gut, dann nehmen wir mal unser Bautool in die Hand. Denn es wird langsam Zeit, dass wir hier etwas bauen. Und da haben wir hier und zum Beispiel unser Habitat. Das braucht 8 von diesen. Ja, ist eine stolze Hausnummer, finde ich. Aber okay, so ist es halt. Ja, ich setze das jetzt mal einfach hier hin. Ja. Und da haben wir das große Habitat freigeschaltet. Ich denke, das kleine ist auch okay. So, dann machen wir hier mal so eine Verbindungsröhre. Da brauche ich nochmal 4, 8. In Stoff brauche ich auch. Ja, das kriegen wir alles hin, ne? So. Ja, und ich glaube, jetzt muss ich mal so ein paar Sachen hier einsammeln. Warning. Ja, ja, alles gut. Okay, passt. Dann können wir zumindest schon mal ein paar Platten machen. 1, 2, 3, 4. Dann könnte ich das hier setzen, jawohl. Was haben wir denn noch an Zeug dabei? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bräuchte eigentlich, dann könnte ich es gleich komplett machen, ne? Aber ich kann das nicht mehr anbohren. Wir müssen das jetzt mit den Fragmenten machen, die hier rumschwirren. Haben wir das gekriegt? Ja. Das ist keins. Das ist hier eins. Jupp. Jupp. So. Schickimicki. Na. Das will nicht. Okay, gehen wir hier runter. Dann machen wir noch eine Platte und dann können wir das nämlich gleich in einem Aufwasch hier wahrscheinlich hinter uns bringen. Genau. So, dann mal das Bautool raus. Dann mal eine Luftschleuse. Das setzen wir mal hier dran. Jupp. Sehr gut. Und da seht ihr auch, da werden dann immer mehr Bauteile dafür frei. Ne? Das ist eigentlich eine feine Sache, so wie das ist. Hups, das wollte ich nicht. Und jetzt nehmen wir noch die Luftschleuse. Da brauche ich noch ein Fabric. Das haben wir ja gefunden. Ein Stoff. Weiß nicht, wo wir es haben. Hier haben wir es. Sehr gut. Ja. Das machen wir hier direkt dran. Jawohl. Und dann ist es nämlich auch schon erstmal fertig. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, da haben wir auch Sauerstoff. Und hier können wir jetzt wirklich bauen, so wie wir es wollen. Und ihr seht auch gerade, wir haben wieder neue Utensilien bekommen. Das findet ihr dann alles hier. Unter Maschinen, unter Verbessertes. Ja, zum Beispiel auch neue Sachen. Oder hier Solar oder eine Batterie. Wirklich tolle Gerätschaften. Das ist das, was ich eigentlich jetzt erstmal bräuchte. Und das heißt, ich brauche eigentlich noch ein bisschen Eisen. 3 Stück, dass ich mir, genau, das haben wir schon hier, dass ich mir ein Stahlblech noch machen kann. Aber ich brauche natürlich auch noch für das Solarpanel, da muss ich mal hier gucken, da brauche ich auch noch 2. Das heißt, ich bräuchte noch, ja, 12 Eisen mehr. Wow, wo soll ich denn die hernehmen? Ja, da haben wir ein bisschen falsch gewirtschaftet mit dem, was uns gegeben wurde. Denn wir haben keine Energie mehr, ne? Ich könnte das aus dem Bautool jetzt die Batterie rausnehmen. Das könnte man machen. Das ist aber keine gute Option. Ich probiere nochmal mein Glück, ob die 3 hier reichen, aber ich denke mal nicht. Not enough charge. Ja, das war klar. Okay, dann ist das halt so. Muss ich mal gucken, hier müssen wir rein. So, so eine Kiste zu zerlegen ist natürlich auch so ein Ding, weil ja, weil wir dafür eine Maschine brauchen. Da habe ich das ein bisschen falsch vielleicht gemacht. 1, 2. Jetzt muss ich nochmal gucken, was wir wirklich brauchen. Ich brauche den hier. Wir haben alles dafür, aber ich habe keinen Strom. Nichts für die Stromgewinnung. Das hätte ich hier. Ich brauche 3 davon. Warte mal.
brauche 3 und die habe ich nicht. Ich habe plus 2. Wir machen das trotzdem mal. Ich mache das trotzdem der Reihe nach. Und ich denke mal, wir werden das finden. Ich muss einfach mal ein bisschen weiter fliegen. Dann werden wir das finden, was ich brauche. Nee, das nicht. Geh mal weg. Wo ist es denn? Hier. Machen wir gleich hier am Anfang hin. Na? Das ist jetzt unsere Ladestation und jetzt muss ich mal schauen. Ich nehme das mal hier raus, weil wir das zum Mining nehmen. Ja, das heißt, wir haben jetzt in dem Gerät hier nichts drin. Und hier mit X öffnet ihr das, nehme ich das auch raus und tue das da rein. Ja. Und die leere tue ich jetzt hier rein, dann kann die geladen werden. Ist sowieso leer, können wir nicht ändern. Ja. Und ich kann im Moment ja sowieso nichts bauen, wenn wir keine Ressourcen haben. Ich brauche jetzt noch 4 Platten. Das müsste auch Eisen sein. Ja. Ich brauche 4 Platten, das heißt, ich brauche 12 Eisen. Nee, so viel brauche ich gar nicht. Aber egal, wir machen da vielleicht gleich ein bisschen mehr. Sehr gut. Gut, dann kann ich ein bisschen mehr Solar setzen. Das ist auch gut. Geht das alles ein bisschen besser vonstatten. So, wenn ich hier draufklicke und das so mache, genau, so machen wir das. Glas machen wir mit Quarz. Haben wir. Irgendwo haben wir ja auch das Glas übrig, ne? Warte mal, was sehe ich denn hier? Nein, das ist aber nicht wahr. Ich habe noch Strom, warte mal. Dann machen wir das mal so. Ja, ist nicht viel, aber für das bisschen Bauen reicht es auf jeden Fall. Ne? Gut, dann gehen wir mal hier rein. Und dann sollte das jetzt passen. Und die kommt hier hin. Jawohl. So. Und ich gehe nochmal hier rein. Und dann sollte es für die zweite auch noch passen. Genau. Und die kommt hier hin. Ja, anders geht es leider nicht. Bringt uns ein bisschen Strom. Wir können uns das gerne mal anschauen. Und dann lädt der auch hier, ne? Jo, was hätten wir als nächstes? Das Panel hier. Und da haben wir... Das haben wir da. Die Kabel haben wir da. Da müssen wir auch nichts bauen. Das geht ziemlich gut. So, dann nehmen wir mal was mit. Gold nehme ich mal mit. Alles andere brauche ich gerade nicht. Das brauche ich auch nicht. Hier habe ich auch nichts, was ich brauche im Moment. Ein bisschen Wasser müssten wir mal trinken. Ich glaube, das wäre mal eine Alternative. So, dann schauen wir mal. Ein 100er ist zu viel. Das hier ist okay. Warte mal, hier haben wir. Und wie sieht es mit Essen aus? Ein 30er. Haben wir auch. Siehst du, das ist alles wieder fit hier. Sehr schön. Dann können wir hier noch so ein Panel daneben machen. Da haben wir nämlich gleich mal eine Übersicht, wie das bei uns aussieht mit der Gewinnung von Energie. Einmal gedrückt. Momentan haben wir 0 Energiegewinnung und gebraucht werden 67. Naja, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Denn der Strom sollte ja trotzdem fließen, aber... Wir brauchen da wohl noch eine Batterie und die ist hier. Das heißt, wir bräuchten nochmal Eisen, Silber und 2 Elektronik. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Sollte nicht das Problem sein, kriegen wir alles hin. Silber haben wir hier und alles andere holen wir uns. 2 von dem brauchen wir. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich geht das nicht ohne Batterie, weiß ich nicht. Aber an uns soll es nicht liegen. So, haben wir denn hier noch irgendwo? Das nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mal mit. Wenn wir schon da sind, hier haben wir Kohle. Kohle ist immer gut. Okay. Gut, reicht mir erstmal. Fliegen wir wieder rein. Und dann haben wir zumindest schon mal das Habitat gebaut. Wir haben eine Stromversorgung. Wir haben eine Gewinnung von... wie heißt das?
Eine Gewinnung von Energie. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal gucken, was wollte ich bauen? Das hier. Das werden wir gleich mal machen. Und dann sollte das alles funktionieren. Und das setzt er hier oben drauf. Genau. Einmal Rechtsklick, einmal das, einmal das. Not enough charge. What? Not enough charge. Nein, du willst mir sagen, dass du nicht genug Ladung hast? Das ist ja ein Ding. Nee, andersrum. Das ist ja ein Ding. Okay. Ja, und jetzt sollte es funktionieren. Es läuft, Strom wird wohl gespeichert. Und wir haben hier 1%. Siehst du? So macht man das. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben auf alle Fälle jetzt hier ein wunderbares Habitat. Und jetzt können wir hier unsere Maschinen bauen. Wir können hier erweitern. Wir können hier Ressourcen machen. Das heißt, ich kann nochmal gucken. Hier, warte mal, das machen wir mal so. Wir haben ja natürlich jetzt auch die Möglichkeit, hier Kisten zu machen. Ne? Ich setze hier mal eine Kiste hin. Drehen du dir das mit Q und E. Ja, dann haben wir zumindest schon mal den ersten Speicherplatz hier. Das haben wir. Jawohl. Und ich bräuchte... Wartet mal, ich muss mal ganz kurz das nochmal prüfen. Wir müssen das hier nochmal rausnehmen. Ja, warte, das machen wir doch mal schnell. Und ich nehme das hier nochmal rein. Ja. Und in der gleichen Atemzug können wir diese hier mit reintun. Die andere ist schon bei 11, seht ihr. So schnell geht das. Und da können wir hier... Wo haben wir denn hier noch was? Müssen wir ein bisschen weiter fliegen? Okay. Dann machen wir nochmal hier zwei Platten. Dann kann ich euch nämlich schon mal die ersten Schränke und Vorratskisten zeigen, die wir hier bauen können. Die ersten haben wir ja schon gebaut, die stehen drüben. Die kann man auch wieder abbauen, die kann man auch recyceln. Da braucht man eine Maschine dafür. Momentan sind die aber gefüllt mit Ressourcen. Deswegen würde ich erstmal drüben ein paar Sachen bauen für uns, dass wir dann in Ruhe rüberziehen können und dann auch drüben die Apparaturen bauen können. Wie gesagt, ich habe eigentlich drei Folgen vor, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine mehr wird. Na? Oder ich tue ein bisschen Ressourcen jetzt organisieren. Ihr seht ja dann, wie ich die gebaut habe, die Schränke. Und dann haben wir, wenn wir jetzt in den zweiten Teil rutschen, haben wir ein paar Schränke mehr. Ja? Dann habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe. Ressourcen hole ich aus dem Umkreis. Ja, und dann ist es das. So, warte mal, ich muss mal auf das andere wechseln. Da haben wir nichts drin. Dann einmal X, einmal rausnehmen. Einmal die 2, einmal X, einmal reintun. Wahnsinn, oder? Und schon hast du hier den Schrank, den Wandschrank. Ja, da baut er gebaut. Und der hat ein paar Plätze mehr. Nicht viel mehr, der hat 2 Reihen mehr. 10 Plätze mehr. Kostet aber dafür das Doppelte. Aber ich kann die nicht übereinander stacken. Also ist das so eine günstige Alternative im Moment. Gut, dann hätten wir das auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Strom haben wir 125 Einnahmen, 72 Ausgaben. Der Speicher läuft. Ja, oben läuft er. Ne? Und hier wird auch geladen, 30 zu 23. Also da geht auf alle Fälle was. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns da wieder in der nächsten Folge. Hoffe, es gefällt. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn es so ist. Oder einen Kommentar. Oder an was euch das Spiel vielleicht selber erinnert. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.